Ja, heute melde ich mich mal wieder hier aus unserer Aquaristikabteilung im Stanze Gartencenter. Und heute soll es mal wieder um einen Fisch gehen bei uns. Und zwar um was Asiatisches, um Fadenfische. Einige von euch kennen die bestimmt auch schon. Aber Fadenfische haben so ein paar Besonderheiten. Und da wollen wir einfach heute mal drauf eingehen. Und da legen wir gleich mal los mit dem ganz klassischen Vertreter der Fadenfische. Nämlich mit dem Trichogaster trichopterus, der punktierte Fadenfisch. Ja, in der Natur ist er eher so bläulich-gräulich. Aber mittlerweile gibt es auch ganz tolle Zuchtformen für die Aquaristik. Zum Beispiel die Marmorfadenfische oder die Goldfadenfische. Ja, kommt wie gesagt aus Asien. Mag es gerne auch ein bisschen wärmer im Aquarium, so 24 bis 26 Grad. Sind super gut für die normale Haltung im Aquarium geeignet. Ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass das Aquarium für diesen Fisch nicht zu klein ist. Ich sag mal eine Kantenlänge von einem Meter, also dass ihr so auf um die 200 Liter Wasservolumen kommt, ist schon so die Untergrenze für Fadenfische. Also für den Trichogaster trichopterus. Es gibt noch mehr Fadenfischarten, die zeige ich euch auch heute noch. Da fangen wir einfach mal mit dem ganz klassischen, wie gesagt, an. Der Trichogaster trichopterus ist eine super einfach zu pflegende Art hinsichtlich der Wasserwerte, ist ein Allesfresser, der auch durchaus mal ein Portionchen Lebendfutter bekommen darf. Man muss allerdings bei allen Labyrinthfischen, Fadenfische gehören nämlich zu den Labyrinthfischen, genau wie der Kampffisch, in dem wir in einem anderen Video schon für euch berichtet haben. Und da ist es ganz wichtig, dass diese Fische immer die Wasseroberfläche erreichen können. Die Fische atmen nämlich tatsächlich atmosphärische Luft ein. Die haben ein sogenanntes Labyrinthorgan, das ist ganz stark aufgespalten, aufgefaltet. Und diese sogenannte akzessorische Atmung der Labyrinthfische bedeutet, dass sie eben die Wasseroberfläche immer frei erreichen müssen, die Luft dort mit dem Maul aufnehmen und das durch dieses Labyrinthorgan drücken. Ja? Also diese Möglichkeit muss immer bestehen in einem abgedeckten Aquarium, wo das Wasser bis zu so einer Glasscheibe geht. Das könnt ihr vergessen, das sollte man nicht machen. Da kann der Fisch nicht vernünftig atmen, das kann im schlimmsten Fall bis zum Tod des Tieres führen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, und diese Labyrinthfische reagieren teilweise, wie ich ja schon sagte, ein bisschen Lebendfutter ist nicht verkehrt. Die reagieren aber teilweise empfindlich auf rote Mückenlarven oder Tubifex zu. Gehaltvolle, fettreiche Nahrung kann dazu verführen, dass diese Fische Probleme mit den inneren Organen, zum Beispiel mit der Leber, bekommen. Ja, dass diese sogenannte Fettleber entwickeln. Das wollen wir natürlich nicht, deshalb solche Futtersorten bitte nur in Maßen, aber weiße Mückenlarven, Artemia, sowas könnt ihr super gut verfüttern. Oder auch kleines Frostfutter, Zyklops werden zum Beispiel von Fadenfischen meistens sehr gern genommen. Und ein gutes Trockenfutter ist auch eine gute Basis für die Ernährung dieser Fische. Gestaltet das abwechslungsreich, aber wie gesagt, Vorsicht mit der roten Mückenlarve. Ja, nun habt ihr ein Aquarium, das so einen Meter Kantenlänge aufweist, 200 Liter circa, oder 160 Liter je nach Beckenhöhe. Die Beckenhöhe ist für Fadenfische eher sekundär, aber die Fläche sollte gegeben sein, einfach aus dem Grund, dass Fadenfische auch manchmal so ein bisschen zickig sein können. Ja, Fadenfische, gerade die männlichen Tiere, sind doch sehr zänkisch untereinander. Das heißt, sie besetzen Reviere und vertreiben natürlich Rivalen dann schon recht angriffslustig aus ihrem Revier. Wichtig ist also, wenn ihr Fadenfische haltet, haltet nicht mehrere Männchen zusammen. Das kann allerdings auch funktionieren, wenn ihr jetzt beispielsweise ein riesengroßes Aquarium, 2 Meter Kantenlänge oder irgendwas habt und es richtig gut bepflanzt ist, dann kann sowas funktionieren. Aber sonst empfehle ich euch immer, haltet nur ein Paar davon oder ein Männchen mit mehreren Weibchen. Denn auch die Weibchen werden gerne mal so ein bisschen gehetzt von den männlichen Tieren. Und da ist es natürlich gut, wenn sich der Druck auch so ein bisschen verteilt. Deshalb kann man auch so ab 240 Liter, 1,20 Meter Kantenlänge, ganz schön ein Männchen mit 2 bis 3 Weibchen halten. Das ist eine gute Sache. Die Bepflanzung, habe ich ja schon so ein bisschen durchsickern lassen, ist eine ganz wichtige Sache für Fadenfische. Pflanzen lieben diese Tiere, zum Beispiel Schwimmpflanzen. Hier habe ich heute Limnobium levigatum, das ist der Froschbiss. Wird eine richtig schöne Schwimmpflanze mit längeren Wurzeln. Macht richtig Spaß, sieht auch gut aus. Und kriegt auch ein bisschen größere Blätter, schwimmt dann auf der Oberfläche. Und bei dieser Pflanze hier, da kommen in mir wieder Kindheitserinnerungen hoch, muss ich sagen. Damals habe ich nämlich selbst mal Fadenfische nachgezüchtet und da hatte ich so ein Aquarium mit 1 Meter Kantenlänge, hatte ein paar der goldenen Zuchtformen vom Trichogaster trichopterus da drin und in diesem Aquarium war wirklich alles voll
mit dieser Pflanze hier, Ceratophyllum demersum, das Hornkraut ist das. Da hat man die Fische immer mal zwischendurch gesehen. Da waren nur die Fadenfische drin. Da hatte ich unten noch so ein paar Antennenwälse auf dem Boden. Die Fadenfische kamen übrigens auch hier aus dem Stanze Gartencenter. Das nur mal so am Rande. Ja, es war ein richtig schönes, goldenes Fadenfischpärchen. Und ich habe dann einfach mal den Wasserstand abgesenkt, die Temperatur erhöht, wie man das so macht. So auf 28 Grad, so um 2 Grad habe ich die erhöht. Und dann ging es los, dann haben diese Fische ein Schaumnest gebaut. Labyrinthfische bauen sehr häufig Schaumnester. Das sind Luftblasen, die der Fisch da produziert, die mit ja, so einem Sekret umhüllt sind. Und gerade zwischen diesen Schwimmpflanzen und dem Pflanzendickicht an der Oberfläche baut der Fisch dann so ein Schaumnest, das oben drauf schwimmt. Dann kommt es zu Paarungen unter dem Nest und das Männchen stößt dann die Eier in dieses Schaumnest. Da schwimmen die dann und das wird dann auch bewacht. Also nach 2-3 Tagen schlüpfen die kleinen Fische. Die kann man dann mit Staubfutter ernähren oder auch mit feinem Lebendfutter. Zum Beispiel Artemia Nauplien eignen sich super gut dafür. Die habe ich damals dann selbst gezüchtet. Aber die haben auch ganz schnell dann schon Trockenfutter genommen. Aber natürlich für Jungfischaufzug ist sowas wie Artemia Nauplien, so ein feines Lebendfutter, das gut Power gibt, natürlich immer das Beste. Ja, also es macht Spaß und das ist auch ein Fisch, mit dem man so seine ersten Nachzuchterfahrungen bei eierlegenden Fischen durchaus sammeln kann. Woher kommt überhaupt der Name Fadenfisch? Das ist vielleicht auch noch so eine ganz spannende Sache. Wie ihr an den Fischen sehen könnt, haben die so umgebildete, umfunktionierte Bauchflossen zu so Fäden. Das Tolle ist, dass sie damit sogar tasten können mit diesen Flossen. Wichtig ist nur, dass ihr die niemals zusammen mit Fischen haltet, die an Flossen knabbern können. Wenn dann vorne diese umgebildeten Flossen, diese Fäden abgezupft werden, ist das natürlich eine gravierende Verletzung für den Fisch. Und überhaupt nicht toll. Ja, deshalb haltet die Fadenfische mit ruhigen Arten zusammen, nicht zu kleinen Arten. Ihr könnt ja auch mit verschiedenen Salmlern, sofern sich die Wasseransprüche überschneiden, vergesellschaften. Das muss nicht zwingend ein asiatischer Fisch sein. Also ihr könnt den Fisch auch in ein Gesellschaftsaquarium setzen. Aus dem asiatischen Raum kommt beispielsweise sehr gut die Bitterlingsbarbe in Betracht. Das ist eine kleine, friedliche, bunte Barbe, die ein richtig schönes Kirschrot zeigt. Ist nicht ganz an der Oberfläche, sondern eher so im Mittelfeld und am Boden orientiert. Von daher eignet sie sich super gut zur Vergesellschaftung und ist auch ein bisschen ruhiger. Die Fische sollten nämlich auch nicht zu hektisch sein, die ihr mit euren Fadenfischen zusammenhaltet. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, huch, nun berichtet er heute nur über so große Fische. Ist für mich völlig uninteressant. Ich habe ja nur so ein kleines Aquarium. Natürlich könnt ihr euch auch noch ein zweites Aquarium kaufen. Finde ich auch nicht verkehrt. Aber es gibt natürlich auch kleine Fadenfische. Zum Beispiel diese kleinen Honiggouramis, die wir hier in der Anlage präsentiert haben. Der wird so gelblich, orange, ein bisschen bräunlich, könnte man auch sagen. Ja, einfach so honigfarben. Trifft es tatsächlich bei dem Fisch ganz gut. Das ist nur ein recht kleiner Fadenfisch. Der wird so um die 5 cm groß. Da reicht auch schon ein Aquarium ab 54 Liter, so 60 cm Kantenlänge. Da könnt ihr schon ein Paar oder ein Trio drin halten. Und in Aquarien, die größer sind, kann man die Tiere auch sehr gut als Gruppe halten. Ist ein super schöner Oberflächenbewohner für kleinere Aquarien. Von den Haltungsbedingungen sonst auch recht einfach. Kleines Lebendfutter sollte öfter gereicht werden, zum Beispiel Artemia oder auch Frostfutter wie Zyklops sollten mit auf dem Speiseplan der Tiere stehen. Und davon gibt es einmal hier die Naturform. Die mag ein bisschen grau in der Anlage aussehen, aber ihr dürft nicht nur davon ausgehen, wie so ein Fisch in der Verkaufsanlage aussieht, sondern auch, wie er dann schlussendlich bei euch zu Hause, wenn er sein Revier besetzt. Hier werden die Fische ja in großen Gruppen auf engem Raum gehalten. Hier können die gar nicht ihr natürliches Verhalten ausleben. Deshalb achten wir auch darauf, dass die Fische wirklich immer nicht zu lang hier sitzen, sondern nur einen kurzen Zeitraum ihres Lebens in so einem Zoogeschäft verbringen. Die Fadenfische zeigen dann bei den Honiggouramis jedenfalls so, erst im Aquarium bei euch zu Hause ihre schönste Färbung, wenn die sich gut eingewöhnt haben. Deshalb sollte man auch dieser Naturform, sowieso sollte man Naturform immer eine große Chance geben. Ja, das ist was richtig Schönes und so kommen die Fische eben auch noch an ihrem natürlichen Ursprungsort vor. Und wer dann doch sagt, okay, der Honiggourami in seiner Naturform ist mir ein bisschen zu farblos, ich möchte gleich was schön Buntes im Aquarium haben, dann kann man auch guten Gewissens die goldene Zuchtform der Honiggouramis nehmen. Die haben wir hier natürlich auch immer vorrätig und die bringen euch nochmal einen richtig schönen Farbtupfer ins Aquarium und die Männchen werden zur Schwanzflosse hin richtig schön rot-orange, vorne eher so goldgelb
Und das sieht dann auch richtig klasse aus. Auch für den Fisch gilt natürlich schön verkrautetes Aquarium, Oberflächenbepflanzung. Dann fühlt er sich auch richtig wohl bei euch. Nun gibt es noch einen anderen kleinen Fadenfischvertreter, die Kenner unter euch. Die denken sich bestimmt, warum erzählt er davon gar nichts? Darauf gehe ich jetzt noch ganz kurz ein. Das ist nämlich der Zwergfadenfisch Colisalaia. Das ist ein super schöner Fisch, den ihr auch in kleineren Aquarien schon halten könnt. Der bringt richtig gut Farbe ins Aquarium. Der Nachteil bei den Tieren ist nur, dass sie häufig sehr stark überzüchtet sind. Von daher haben wir die nicht pauschal vorrätig meistens in der Anlage, weil wir euch einfach keine Fische anbieten möchten, die häufig zu Krankheiten neigen. Nicht, dass ihr dann schlussendlich frustriert seid. Na, wir wollen ja, dass ihr lange Freude an euren Fischen habt und nicht, dass euer Aquarium dann, weil ihr schlechte Erfahrungen macht, dann irgendwann eingemottet im Keller steht. Das wollen wir natürlich nicht. Und von daher haben wir den nicht pauschal da. Es kann aber schon mal vorkommen, dass wir ihn anbieten, wenn wir richtig schöne Tiere direkt beim Großhändler sehen. Dann kann es schon mal sein, dass wir ihn anbieten. Aber pauschal beraten wir euch eher auf den Honiggurami, weil wir einfach möchten, dass ihr lange Freude daran habt. Dann gibt es noch einen weiteren Vertreter aus der Gruppe der Fadenfische, der ganz standardmäßig häufig im Zoofachhandel anzutreffen ist, nämlich den Mosaikfadenfisch. Na, das ist der Trichogastalieri. Ist auch eine super schöne Art, die so eine richtig schön rote Bauchpartie bekommt. Das wären richtig schöne große Tiere mit langen, ausgezogenen Flossen. Sind von der Haltung in etwa so wie der Trichogaster trichopterus, der punktierte Fadenfisch. Die haben wir natürlich auch immer da und das ist auch ein Fadenfisch, den ich euch für so ein Asien-Aquarium immer wärmstens empfehlen kann. Da ist auch die Naturform schon so richtig schön bunt. Das ist total klasse. Es gibt noch weitere Fadenfische und kleinere Guramis wie den Schokoladengurami. Aber da geht es noch mal ein bisschen um andere Haltungsbedingungen. Der ist ein bisschen anspruchsvoller. Den zeigen wir euch bestimmt noch mal in einem anderen Video. Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende unseres Videos über Fadenfische angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert uns und sagt, was ihr als nächstes im Video sehen wollt.